Mach mir die behaarte Bifi bitte. Mach sie mir. Schlammstuhl, du Fotze. Wunderschönen Bett mit dem sprudeligen Spritzer. Ich bin Kafobia und ich besitze heute die große Ehre, euch die Challenge zu erklären. Ich war gestern in Chatroulette unterwegs und hatte 10 vollkommen sinnfreie Wörter von Crony dabei, die ich irgendwie in die Unterhaltung mit einbauen musste, ohne dass ich weiter geklickt werde. Tja, was soll ich sagen? Ich war der Depp. Crony hatte was zu lachen und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie uns. In dem Sinne, viel Spaß in dem Video. Oh, du bist irgendwie gruselig, aber irgendwie auch sexy. Gruselig ist sexy, wie geht weißt das? Du? Nicht so viel auf einmal. Ich hab Muschischnupfen heute. Wie bitte? Da muss der Ritzenputzer dran, habe ich gesagt. Okay, wie geht es dir? Gut, und dir? Mir geht es auch gut. Super, das freut mich. Ja, mich auch. Ich hatte meinen Pudding und meine behaarte Bifi und jetzt ist alles gut. Sag mal, wie hast du das hingekriegt, dass du so gruselig, aber auch sexy aussiehst? Sexy bin ich ohnehin. Und das andere ist einfach die Sprühkacke hier, die runterläuft. So Sprühkacke ist das. Sprühkacke? Ja. Das ist ja geil. Ja, das ist geil. Yeah. Richtig geil. Ja. Und mein Kopfgärtner hat auch richtig angelegt hier. Ein bisschen Löckchen gemacht. Du hast bisher so wie so ein Einhornbläser, aber sonst alles super. Was hast du heute so alles genommen? Erzähl mal. Okay. Die Mischung macht's. Kennst du deine Handynummer aus dem Kopf? Ich bin auch kein Kopfgärtner, nein, das weiß ich nicht. Höhlenforscher bin ich auch nicht, also nein. Ja, hast du einen Freund? Nee, aber ich hab Muschischnupfen, wie gesagt. Das ist viel, viel schlimmer als... Muschischnupfen? Ja. Da habe ich ein Mittel dagegen. Was denn? Ritzenputzer, Mann. Hab ich schon probiert. Was meine ich? Einen Ritzenputzer. Nee, dieses Mittel habe ich selbst erfunden, so. Okay. Das geht nur bei mir. Verstehe ich nicht. Erklär mal. Wenn du es haben willst, wir können uns gerne mal treffen. Dann nimmst du aber die Lümmeltüte mit, ne? Ja, klar. Ja. Das ist nämlich safe, ne? Safety first. Ja, ja. Ja, immer zuerst. Ja. Also haben wir jetzt ein Date. Wie bitte? Haben wir ein Date. Ja, warum nicht? Das ist cool. Ja, das freut mich, ja. Du bist ein richtiger kalter Jäger, ne? Was bin ich? Ein kalter Jäger bist du. Nimmst, was du bekommen kannst. Ich bin kein kalter Jäger, ich suche einfach nur Frauen, die etwas Rotes an ihrem Mund runterfließen haben. Ja, cool. Ja, ich glaube an Halloween hast du es da richtig leicht. Wie aussehen? Fix mal deine Webcam. Ja, meine Webcam ist gerade ein bisschen kaputt gegangen. Das ist richtig, richtig kacke. Ja. Sag mal, kannst du mir vielleicht deine Nummer geben? Ich habe meine Nummer nicht. Darf ich dir meine geben? Eigentlich... Wie, du weißt es nicht. Eigentlich habe ich auch gar keine Lust, mich mit dir zu treffen. Oh! Weil deine Webcam die hängt. Wenn du in echt auch so hängst, weißt du, das ist... Ja, dafür kann ich ja nicht. Ich meine Webcam ist hängen geblieben. Das heißt ja nicht, dass ich hängen bleibe. Oh, ich glaube schon. Ne? Das ist nämlich nicht so gut. Du bist Flüssigkacke und ich bin Sprühkacke. Deswegen alles Kacke. Haust du rein, mein Freund.